Stehle. Es ist das achte Mal nacheinander, dass ich die Freude habe, die Seniorinnen und Senioren zum Grünkohlessen im Januar zu begrüßen, zu einem zünftigen Grünkohlessen. Und wie sich das gehört, haben wir nicht nur die fette, gute Kost aus Norddeutschland heute zu uns zu führen, sondern wir haben es auch in jedem Jahr so gehalten, dass wir etwas geistige Nahrung vorschalten. So freue ich mich, Sie, verehrter Herr Professor Grütter, hier heute bei uns begrüßen zu können. Bevor wir aber zum eigentlichen Vortrag kommen, möchte ich mich bedanken bei der Geschäftsführung des Martinium, dass wir auch in diesem Jahr wieder hier sein dürfen. Herzlichen Dank, Herr Landau. Es ist das vierte Mal. Die ersten vier Male waren wir im Haus Büscher unten, zum vierten Mal jetzt bei Ihnen. Und ich nehme mal an, dass Sie klammheimlich auch gerne sehen, dass wir Ihr schönes Haus, die gute Einrichtung kennenlernen. Insofern so ein bisschen Werbung vielleicht für potenziell künftige Bewohner dieses Hauses. Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auch, lieber Rolf, dass du wieder da bist mit neuem Knie. Hüpfst hier rum, wie in besten Jugendzeiten. Schöne Grüße an Jutta, die Kurden in den Kurden auch, aber sie ist noch bei Sassendorf und wie ich höre, geht es ja auch gut und ist auf dem aufsteigenden Ast. Und ich freue mich auch, Christian, dass du da bist. Dir hatte man nicht den Mund gestopft, aber welchen Lahm du dich für eine gewisse Zeit durch den Zahnarzt. Jetzt hast du wieder Biss. Herzlich willkommen. Mit der Einladung zu der heutigen Veranstaltung war parallel ein Rundschreiben an die Mitglieder Seniorenunion und den Bericht, dass wir eine Einladung haben von Frau Eckenbach im Juni, nun meine ich, im Juni nach Berlin zu fahren. Wir haben eine bestimmte Anzahl von Plätzen zugewiesen bekommen und wir können natürlich vom Vorstand nicht verantworten, dass die Mitglieder der Seniorenunion Stehle führerlos etwa in Berlin herumlaufen. Darum haben wir gesagt, der Vorstand ist schon mal gesetzt. Von den danach verbleibenden Plätzen, das war zu erwarten, haben wir mehr Anmeldungen als Plätze da sind. Insgesamt 6 Anmeldungen mehr, als wir Plätze haben. Und das müssen wir heute Abend auslosen. Der Rolf hat es vorbereitet für jedes Paar. Ist mit einem Namen irgendwo drin. Und ich werde nachher Ute noch jemand anders, wenn der Herr Sohnberg kommt, unser Kreisgeschäftsführer, werde ich ihn bitten, sonst Herr Landau, sind Sie eine neutrale Person. Im Laufe des Abends ziehen Sie mal, wir haben eine Liste vorbereitet und am Ende der Veranstaltung werde ich dann das schöne oder traurige Ergebnis, je nachdem, wie man es nimmt, bekannt geben. Ja. Herr Professor Grütter, es gibt ein ungeschriebenes Gesetz in der Seniorenunion Stehle. Das heißt, wer dreimal zu uns gekommen ist, der sollte dann nicht Mitglied werden. Als ich mich heute Morgen vorbereitete, ist mir aufgefallen, so in einem Abstand von allen 6 Monaten haben wir die Freude, Sie als Referent zu haben. Im Oktober waren wir auf dem Zollverein 1914 mitten in Europa. Wir können uns auch daran erinnern, im Sommer vergangenen Jahres waren es Ruhrgebiet, jetzt geht es um die Heimat Ruhrgebiet. Und das ist auch relativ nahtlos an unsere Vortragsreihen. Wir hatten ein Stück Heimat im letzten Januar hier, nämlich Rot-Weiß Essen, eine Marke auferstanden aus Ruinen, so wie es glaube ich auch. Christian, ja, es hätte besser steiler sein können. Okay, wir sind gespannt auf Ihren Vortrag. Bitte. Ich habe gegeben, heute Abend hier bei Ihnen zu sein, diesmal nicht bei uns im Museum, sondern hier bei Ihnen in Stehle. Und ich habe mich, als Christian Hülsmann mich gebeten hat oder gefragt, ob ich es machen würde, natürlich sehr gefreut, weil ich hörte, dass es hier diesen norddeutschen Grünkohl gibt. Und ich habe seit gestern Morgen nichts mehr gegessen. Das wäre schon sehr toll. Dann habe ich gehört, dass ich, wie gesagt, nach meinem guten Bekannten Welling hier bei Ihnen sprechen darf. Und ich habe Christian Hülsmann gesagt, ich komme gerne. Und ich könnte ja zum Beispiel was erzählen über das Museum von Schalke 04. Das habe ich mir auch gemacht. Dann sagt er, könnte ich ruhig machen, aber dann kommt er nicht. Und so bin ich dann auf die Idee mit der Heimat
Ruhrgebiet gekommen. Also ich möchte ganz gerne, Entschuldigung, nicht zu viel, jetzt geht's los. Ich möchte Ihnen, und er zurück, ich möchte Ihnen gerne was zum Ruhrmuseum erzählen natürlich und zum Ruhrgebiet. Und bin nicht Herr des Verfahrens. Also ich könnte jetzt vielleicht in den Antrag schreiben. Ja, vorhin. Und die, also ich bin Kind des Strukturlandes. Ich bin eigentlich in meiner gesamten Geschichte bin ich nur konfrontiert worden mit, da schießt eine Zeche, da wird ein Stahlwerk zugemacht, in Gelsenkirchen, ich bin in Gelsenkirchen, da verschwindet Zippelfricke und Küppersbusch. Also eigentlich ist die gesamte, meine gesamte Prägung, diese, war immer die, es wird weniger, es wird was zugemacht, es ist gefährlich, also es könnte mal schlimmer kommen. Das war das eigentlich, wenn man sagen, unsere Grundlage. Das ist ein langer Prozess, also immerhin 60 Jahre. Und trotzdem, da komme ich ganz am Ende gleich nochmal darauf zu sprechen, ist der Prozess meiner Ansicht nach im Ergebnis viel, viel besser verlaufen als in anderen Gegenden, also etwa in England oder in Belgien und Nord-Pas-de-Calais, wo wir im Augenblick viel mit zu tun haben, wo der Bruch viel abrupter war und auch, ich sag mal, viel härter war, auch für die Betroffenen viel härter. Also hier will man sagen, ist es doch ein Prozess gewesen, der die Region nicht zerstört hat, nicht kaputt gemacht hat. Und im Gegenteil, ich glaube, dass die Region im Augenblick auf einem guten Weg ist und auch eine Zukunft hat und eine gute Zukunft hat. Aber von dem Moment an, 2018, ist der Bergbau im Ruhrgebiet und in Deutschland eben nicht mehr lebendige Gegenwart, sondern Vergangenheit und wird allmählich zum Teil der Erinnerung. Und dies ist der Anlass genug, zu überlegen, wie diese Erinnerung zu gestalten ist, wie man mit dem Erbe, vor allem dem kulturellen Erbe des Bergbaus im Speziellen und der Montanindustrie im Allgemeinen umzugehen ist und welche Rolle das Museum dabei spielt. Und damit komme ich dann am Ende des Vortrags aufs Ruhrmuseum nochmal zu sprechen. Dies will ich im Folgenden tun, aber lassen Sie mich mit einer Beobachtung oder Anekdote anfangen. Dass im Juni 2010, Sie alle werden sich daran erinnern können, Christian Hülsmann ganz besonders, weil er da ganz stark involviert war, weil im Juni 2010 im Rahmen der Kulturhauptstadt 2010 die gelben Ballons, die Schachzeichen, wie sie hießen, in den Himmel stiegen. Das war zunächst einmal eine Riesengaudi. Ich erinnere mich noch sehr genau, wir feierten im Erich-Brost-Saal auf dem Dach der Kohlenwäsche, das ist oben dieser Glaspavillon, Sie kennen den vielleicht, den 80. Geburtstag der Mutter von Oliver Scheidt, der damals ja Geschäftsführer der Ruhr 2010 war. Und der Scheidt rannte den ganzen Vormittag mit dem Handy rum und kam nicht dazu, seine Geburtstagsansprache zu halten. Die ist erst um 2:30, glaube ich, ist die sogar für 11:30 vorgesehen, aber um 2:30 nach dem Essen hat er dann den Gruß an seine Mutter noch rausgekriegt. Also zu halten, warum? Weil immer neue Nachrichten reinkamen, war der erste Tag dieser Schachzeichen, das war dieses Pfingstwochenende. Immer neue Nachrichten reinkamen von der Flugsicherung und von den einzelnen Bodenstationen, dass der Wind zu stark sei, dass eines der Seile durchgeschnitten worden sei, ist durchgeschnitten worden eins. Und dass eins von den Ballons in der Nacht geklaut worden sei und so weiter und so fort. Und auch in den nächsten Tagen drehte sich im Ruhrgebiet das Gespräch überall um die Frage, sind die Ballons oben oder wann steigen sie wieder auf, also wann ist zu viel Wind, wann geht's, auf 30 Meter, das war die halbe Höhe, oder auf 80 Meter, also dann standen sie ganz weit oben, ist der Wind zu stark oder legt er sich? Wann werden die Ballons beleuchtet? In 3 Nächten, glaube ich, sind sie auch beleuchtet gezeigt worden. Wo hat man den besten Blick? Also wir sind dann auch wirklich in Gelsenkirchen auf die Halden geklettert und haben geguckt, wo man am meisten sieht, wo dann was Tipp weitergegeben. Also ihr müsst in Gelsenkirchen, weil es natürlich Kernbau, Bergbaugebiet, Wattenscheid und Essener Norden, da sieht man am meisten. Also alles war, wie es im modernen postindustriellen Ruhrgebiet inzwischen üblich ist, auf Event getrimmt. Und es war ein großes Happening, immer diese Schachzeichen, die rechne ich. Ich habe gestern Abend noch mit dem Ralf Kindl, der es damals organisiert hat, zu Abend gegessen. Wir beide, zusammen mit der B1, also mit der langen Tafel auf der B1 und dem Day of Song zu den herausragenden Ereignissen der Kulturhauptstadt. Und fast alle von uns haben auch nur in Erinnerung daran. Also daran erinnert man sich an die Tafel erinnert man sich, und selbst wenn man es medial wahrgenommen hat und irgendwie dann den Day of Song auch, obwohl ich den nur, weil ich da im Urlaub dann leider war, wirklich nur aus dem Fernsehen, aber selbst in Mallorca im Fernsehen gesehen habe. Meine Damen und Herren,
in den darauffolgenden Tagen, als ich dann durch Zufall, dienstlich oder am Ende ganz bewusst, wie gesagt, auf die Halden gegangen bin, einige der insgesamt über 300 ehemaligen Orte von Zechen bzw. Schächten aufsuchte, änderte sich das Bild. Zunächst fiel mir auf, mit welchem Einsatz und welcher Inbrunst sich die jeweiligen Teams um ihren Ballon, Sie haben ja gerade auf dem Wagen ja gesehen, der jeweils auf eben einem beweglichen Karren montiert war, kümmerten. Dabei galt die Sorgfalt und Ernsthaftigkeit zum einen dem Ballon, vor allem aber dem Schacht oder der Zeche selbst, die es zu markieren galt. Die Teams, die in der Regel aus ehemaligen Bergleuten der jeweiligen Zeche oder Anwohnern der umliegenden Stadtteile bestanden, versuchten in unzähligen Gesprächen, in kleinen Ausstellungen, sehen Sie hier, und Broschüren, in Straßenfesten oder Diskussionsrunden die ehemalige Gestalt ihrer zu rekonstruieren. Es wirkte ein wenig wie Trauerarbeit und wie die Reaktion auf eine Art Phantomschmerz, denn diese ehemaligen Bergwerke, die es ja nicht mehr gibt, die sind ja nicht mehr zu sehen, das war ja auch die Grundidee, hinterlassen haben. Als ich einige Monate später die Ministerpräsidentin des Landes, Hannelore Kraft, durch die Ausstellung führte, durch die Dauerausstellung, hat sie die Bedeutung dieser, übrigens von Volker Bandalow, dem Kulturamtsleiter Gelsenkirchens, erdachten Aktion, die ich, wie gesagt, zu den gelungensten Projekten der Kulturhauptstadt zähle, erkannt. Nämlich als ich sie zusammen mit der holländischen Königsfamilie, es war ein Jahr später, durch das Ruhrmuseum führte, bei dem Besuch der holländischen Königsfamilie, also die, damals noch die Beatrix mit der Schwiegertochter, habe ich versucht, anhand von großen Kartenprojektionen, die haben wir bei uns oben in der Dauerausstellung, da haben wir die stehen, anhand von großen diesen Kartenprojektionen die Struktur des Ruhrgebiets zu erklären, die darin besteht, dass es das Ruhrgebiet eigentlich gar nicht gibt. Also der Wolfgang Clement hat ja mal einen berühmten Satz gesagt, der sagt, das Ruhrgebiet ist eine rein mentale Veranstaltung. Er hatte recht und wie fast immer die falschen Schlüsse ausgezogen, weil wenn es eine mentale Veranstaltung ist und wenn alle sagen, wir sind das Ruhrgebiet und wir gehören dazu und die Zahlen, die nehmen uns permanent zu, jede Umfrage zeigt also, dass in den letzten 30 Jahren die Identifikation zunimmt. Also wenn Sie junge Studenten fragen, also in Seminaren und sagen, wo kommt der her, dann sagen die heute weniger aus Bochum, dann sagen wir aus dem Ruhrgebiet. Also ist ganz gängig. Als ich in den 70er Jahren, als mich da einer gefragt hat, hatte ich so schon mal meine Probleme, also Schalke war nicht gut, und so, da kommt man sie richtig so nicht mehr auf den Putz. Ich habe schon häufiger gesagt, so in der Nähe von Düsseldorf oder seinem Ausland. Ist heute anders. Also wir sind ja Kulturhauptstadt und so weiter. Und also die machen auch gerne schon auf dicke Hose. Also von daher kann man sagen, ist die Identifikation da, deswegen hat der Clement das nicht richtig begriffen. Also das Ruhrgebiet existiert. Nur, es gibt überhaupt keine Grenzen. Also keiner von uns kann sagen, wo das Ruhrgebiet beginnt und wo es aufhört. Wir haben keine politischen Grenzen. Also wir haben keine geografischen Grenzen, wir haben ja nur eine geografische Liga. Im Süden ist das Ruhrtal, in der Mitte der Helwig-Zone, dann kommt dieser unsägliche Emscher-Bruch, aus dem ich komme, der vor 100 Jahren noch nicht besiedelbar war, weil alles versumpft war. Und dann geht es in die Lippe-Zone, links ist nur das Niederrheingebiet und dann rechts ist Sauerland und so weiter. Wir sind im Prinzip keine geografische Region, wir sind keine politische Region, sondern wir sind eine durch alles Mögliche geteilte und zerschnittene Region. Das ist das Problem. Sie sehen hier die Karte der Landschaftsverbände, die mittig durchs Ruhrgebiet geht. Also wir sind ja teilweise Westfalen, teilweise Rheinländer. Ich komme aus Westfalen, wohne jetzt in Essen im Rheinland und habe uns diese Grenze in Katernberg auch 30 Jahre erfolgreich überschritten und bin auch nicht aufgehalten worden und so weiter. Und trotzdem ist das ja scheinbar noch eine ganz wichtige Trennlinie. Und es gibt auch noch weitere. Also Sie sehen die Regierungsbezirke, die das Ruhrgebiet wacker durchschneiden und Bochum wird immer noch aus Arnsberg im Sauerland regiert und deswegen haben die auch eine Autobahn nach Arnsberg gebaut und die, damit man zum Regierungssitz kommt. Sie kennen diese ganzen, also ich könnte Ihnen jetzt weitermachen mit IAK-Grenzen, die das Ruhrgebiet wacker gehen und so weiter. Also das Ruhrgebiet, wie gesagt, ist politisch nicht da, aber es gibt eine Definition des Ruhrgebietes. Das ist, glaube ich, fast die einzige Definition, die das Ruhrgebiet beschreibt. Und zwar ist es eine geologische, gleichsam unterirdische Definition. Denn das Ruhrgebiet ist definitiv der Raum, in dem Kohle abgebaut wurde, beziehungsweise bis 2018 noch wird. Hannelore Kraft hat angesichts dieser schwierigen Veranschaulichung, also wie will man eine unterirdische
zeigen würden, die am besten die flächendeckende Prägung des Raumes durch den Bergbau zeigen würde. Denn Sie sehen überall da, wo dieses dichter wird, ist das Kernruhrgebiet und so etwa gibt dieser Raum schon die Schwalbe her, wobei diese Schachzeichen nicht alle Zechen waren. Die haben es etwa geschafft, die Hälfte da mal zu kartieren. Es sind viel mehr. Also es geht ja nicht nur um Zechen, sondern es ging um bestimmte Schächte und so weiter. Also es müsste noch dichter aussehen. Aber die Idee, dass man damit das Ruhrgebiet im Prinzip markiert, ist vorgegeben. Wir übernehmen diese Karte auch bei der Überarbeitung der Dauerausstellung, die in den nächsten 10 Jahren anliegt, weil wir ja auch schon fast wieder 10 Jahre bestehen und uns schon wieder Gedanken machen im Augenblick, wie wir die ganze Sache nach 2018 überarbeiten. Denn nach 2018 sieht das Ruhrgebiet schon ein Stück weit anders aus. Also worin besteht nun der beschriebene Phantomschmerz der Menschen im Ruhrgebiet? Worin besteht ihre enge Verbindung zu ihrer Heimat? Er basiert vor allem auf persönlichen Erinnerungen an die letzte Phase des Bergbaus nach dem Zweiten Weltkrieg und damit dem Höhepunkt in der Zeit unmittelbar vor der Bergbaukrise in den späten 1950er Jahren. Er bezieht sich nicht auf die Geschichte des Bergbaus im Ruhrgebiet davor. Denn diese, also in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, denn diese Zeit ist beileibe nicht verklärungswürdig. Die Geschichte der Industrialisierung im Ruhrgebiet ist wahrlich nicht konfliktfrei, sondern eine Geschichte von sozialen Ungerechtigkeiten, von desaströsen Arbeitsbedingungen und katastrophalen Lebensverhältnissen. Gerade die Bergarbeiter waren jahrzehntelang der Willkür ihrer Vorgesetzten und der Zechenbesitzer schutzlos ausgeliefert. Sie waren bessere Tagelöhner und mussten im Schnitt 4-mal im Jahr die Zeche wechseln und wie Wanderarbeiter der Kohle hinterherziehen. Also ich spreche jetzt von der Zeit der Jahrhundertwende. Ne? Die Arbeit unter Tage, aber auch am Hochofen, war lebensgefährlich, wie die zahlreichen Grubenunglücke und Unfälle zeigen. Sie war hart und zerstörte die Gesundheit. Unsere Vorstellung unmenschlich. Nur die wenigsten Bergleute und Stahlarbeiter kamen in den Genuss einer Wohnung, geschweige denn in einer der Zechen- oder Werkssiedlungen. Selbst bei Krupp, das seine Sozialeinrichtungen und den Werkswohnungsbau beispielhaft betrieb, wohnten um 1900 gerade einmal 19% der Stammbelegschaft in einer Werkswohnung. Bei anderen Industriebetrieben sind es immer weniger als 10% gewesen. Der Rest wohnte in solchen Nissenhütten, wie Sie da sehen. Der wohnte in riesen Mietskasernen, die nicht nur im Sägerott, sondern überall im Ruhrgebiet existierten, auf engstem Raum und unter hygienisch absolut problematischen Bedingungen. Also der Rest, wie ich schon sagte, häufig als Kostgänger in überfüllten Mietskasernen, teilte sich übrigens sein Bett häufig im Schichtdienst mit anderen. Ähnlich miserabel verhielt es sich mit den Löhnen, die in Arbeitskämpfen ebenso wie bessere Arbeitsbedingungen erstritten werden mussten. Die großen Bergarbeiterstreiks von 1872, 1889 und 1912 zogen sich über mehrere Generationen durch die gesamte Zeit des Deutschen Kaiserreiches hin und in den Kriegs- und Zwischenkriegsjahren, in denen man den Bergbau zunächst auf höchste Ausbeutung hochfuhr, also im Ersten Weltkrieg, wir hatten mal viel mehr darüber gesprochen, und dann brutal rationalisierte, sah es nicht besser aus. Insofern stimmt der Vergleich, den Lutz Niethammer für die frühe Phase des Ruhrgebietes mit dem, Zitat, wilden Westen im Emschertal getroffen hat, sicherlich. Die Region war laut, dreckig, chaotisch und hässlich. Also das ist das Ruhrgebiet, der, man sagen, dieser wirklich Wildwestjahre der Industrialisierung irgendwo zwischen 1860 und dem Ersten Weltkrieg. Wir hatten ja bei der Führung auch schon mal darüber gesprochen, wie man sagen, wie die Verhältnisse waren. Es war zwar natürlich ein gewisser Wohlstand, die Menschen wären nicht hier hingekommen, wenn sie hier nicht hätten verdienen können. Teilweise, wenn sie Glück hatten, einen guten Arbeitsplatz auch ganz gut verdienen konnten. Aber die Existenz war, es gab einen gewissen Wohlstand, aber die war nicht gesichert. Im Ersten Weltkrieg wird darüber gesprochen, wie viele sofort arbeitslos wurden durch den Krieg. Diese Hungerskatastrophe in den Steckrübenwintern, also hier im Ruhrgebiet 70.000 Menschen, die verhungert sind, wohlgemerkt. Im Zweiten Weltkrieg sind etwa die Hälfte, 35.000, im Bombenkrieg gefallen. Im Ersten Weltkrieg sind doppelt so viele Menschen verhungert, wie im Zweiten gefallen sind. Ist eine Deckerinnerung, die uns nicht mehr bewusst ist, haben wir, man sagen, in der Deutlichkeit erst bei dieser Ausstellung damals nochmal uns vor Augen geführt, also was das damals bedeutete und wie fragil die Existenz war. Also man sagen, welche Rolle noch Hunger spielen konnte, selbst in der Industriezeit, die im Prinzip den Hunger abschaffte, weil durch
man sagen, die industrielle Arbeitsform eigentlich die vormoderne Welt der Hungerbedrohung eingestellt wurde, aber mit Kriegen oder in Katastrophen oder in großen Arbeitslosenphasen, die in den 20 Jahren kamen, Sie können sich an die Bilder, Sie kennen die Fotos, wie die vor den Arbeitsämtern stehen und wie auch in den 20 Jahren Menschen Hunger und lebensbedrohlich von Hunger betroffen sind. Das ist, muss man erzählen, wenn man auch über das Ruhrgebiet dieser frühen Zeit erzählt. Tun wir es auch im Museum, also wir verklären dann nichts nostalgisch. Durch das Verschwinden der Zechen- und Stahlbarone, den Aufstieg der Gewerkschaften und den weiteren Zusammenschluss der Zechen- und Stahlkonzerne zu großen Verbänden, schließlich zu einem Zechenverbund, der Ruhrkohle AG, 1969, kam es zu einer drastischen Verbesserung der Arbeitssituation und vor allen Dingen der Einkommen. Erst jetzt erzielte man im Bergbau und in der Stahlindustrie die bekannten guten Verdienste und erst jetzt entstanden die geordneten Betriebsorganisationen und sozialen Milieus in den Siedlungen und Nachbarschaften, wie wir sie kennen. Und erst jetzt wurden die Bergleute und Stahlarbeiter akzeptiert, ja verehrt, weil sie den Wohlstand und das Wirtschaftswunder in Deutschland durch die geförderte Kohle und den produzierten Stahl möglich machten. Vorher waren sie als neuer proletarischer Stand ein jahrhundertlang gefürchtet und verachtet worden. Ich meine nur als Beispiel, als die Preußen ins Ruhrgebiet kamen 1815 und die Industriegebiete, die müssen damals noch nicht ein Industriegebiet waren, sondern verschiedene. Das war der Dortmunder Bezirk, das war der Rheinische Bezirk. Den Namen Ruhrgebiet gab es ja noch gar nicht. Der Name Ruhrgebiet entsteht erst etwa um 1927 bei Spätmann, auch bei Erik Greger, taucht der Name Ruhrgebiet erstmals auf. Erst da kommt die Idee auf, dass der Raum zwischen Dortmund und Duisburg ein einheitlicher Raum ist. Bis dann waren es mehrere Industriebezirke. Was die Preußen 1915 den Erstwärtser gemacht haben, ist die einzige Universität zu schließen. Also ist die in Duisburg. Übrigens die Kölner auch, muss man auch nochmal sagen. Denn dann gab es auch, bis Adenauer die Kölner Universität wieder aufmachte, 1819 gab es in Köln die große Albertus Magnus Universität über 80 Jahre nicht. Muss man ja auch mal verzögert ergehen lassen. Also wenn man über die Preußen spricht, aber ich muss jetzt aufpassen mit ein bisschen mit Preußen-Bashing. Das ist das eine. Und das zweite, was man natürlich machte, man baute Kasernen. Aber nicht Kasernen im Ruhrgebiet. Die Kasernen, wo waren die? In Wesel, oben die großen Kasematten, in Dortmund-Applerbeck. Sie sehen sie heute noch, wenn sie zum Flughafen fahren, rechts, wo die, wie man sagen, die hinter dann auch diese Kasernen wurden hinter von Alliierten übernommen. Und in Düsseldorf, wie man sagen, dieser wirklich groß ausgebaute Militär, das Hassmilitär wurde außerhalb des Ruhrgebietes platziert, weil man immer dachte, irgendwann müssen die da reinmarschieren, wenn Aufstände kommen, weil man hatte diesen neuen Stand, diese 5 Millionen Menschen, die da im Ruhrgebiet auf einmal als neuer, ich sag mal, Industriearbeiter stand, den man überhaupt nicht kannte. Der war ja neu. Man wusste nicht, wie man damit umgeht. Ist ihm das nicht passiert in der Form? Also man sagt, diese Ängste vor irgendwelchen Revolutionen sind im Ruhrgebiet eigentlich nicht eingetroffen, bis auf die Ausnahme des sogenannten Roten Ruhrkampfs 1921. Da gab es revolutionäre Auseinandersetzungen, aber ansonsten war das Ruhrgebiet viel friedfertiger, als man gedacht oder befürchtet hat. Aber wenn man sagt, das ist die Situation, die politische im Ruhrgebiet. Also insofern stammt unser Bild vom Ruhrgebiet, den Zechen und den Zechensiedlungen aus der Hochzeit des Bergbaus, aus einer letztlich kurzen Phase von ca. 20 Jahren, als er nicht von Krisen und Kriegen, von Ausbeutung und Klassengegensätzen geprägt war. In dieser Erinnerung steht er für Kraft und Energie, für Wohlstand, für harte Arbeit und guten Lohn, für Familie, für Kameradschaft und Nachbarschaft, für intakte Milieus, für Vereinsleben, für Fußball und Freizeit, für Tauben und Kanickel, für Hinterhof und Kleinkarten. Und er steht für Stolz und Verlässlichkeit, für Einheitlichkeit und Gleichheit. Duisburg war die größte Stahlstadt, Gelsenkirchen die größte Bergbaustadt in Europa, aber Herd und Essen behaupten dies von sich auch. Wahrscheinlich haben alle drei recht, je nachdem, welches Jahr man nimmt. Auf jeden Fall war das ganze Ruhrgebiet vor Arbeit ganz grau. Auch die Lebensverhältnisse außerhalb von Zeche und Fabrik. Oh nee, das hatte ich schon, Entschuldigung. Heute dagegen, eine Generation später, oder man muss jetzt sagen, zwei Generationen später, am Ende oder auf dem Höhepunkt des Strukturwandels sieht alles ganz anders aus. Das Ruhrgebiet ist nicht mehr erfüllt vom Dröhnen und Hämmern der Maschinen. Übrigens den Hammer Fritz, Ihnen ja noch vielleicht noch ein Begriff von Krupp, den hörte man in Herten. Der schlug übrigens 24 Stunden.
Das heißt, den hörte man nicht nur in Essen überall, den hörte man, da gibt es Berichte darüber, den hörte man bis nach Herten. Also man wusste schon, die Krupps sind ja abgehauen vom Gelände, weil der Hammer Fritz ihn permanenter Porzellan zerlegt hatte. Also die haben in den Shannys alles belegt, können Sie alles nachlesen. Durch die dauernde Vibration, wie man sagen, deswegen, das ist einer der Hauptgründe für den Weg zum Hügel gewesen, weil da oben waren sie erdbebensicher. Nein, da hat es nicht mehr also das ist, wenn man sagen, muss man sich klar machen. Also wenn man sich vorstellt, wie Ruhrgebiet war, ich habe übrigens kaum gepflasterte Straßen, man ist letztendlich durch Matsch und Fäkalien gelaufen. Also ich könnte jetzt hier so ein Horrorszenario aufmachen, aber das lasse ich jetzt mal. Habe ich auch schon genug gemacht. Nee, also wie gesagt, das Dröhnen, genau, heute nicht mehr erfüllt vom Dröhnen und Hämmern der Maschinen, von drehenden Salzscheiben und endlosen Kohlezügen. Ich kann mich noch als Kind erinnern, wenn ich zur Schule fahre, ich bin bestimmt 20 Mal zu spät gekommen, weil an der Emscher-Talbahn der Zug so lange war, dass er brauchte 7 Minuten, bis die Schranke wieder hochging. Und dann passierte, dass der zweite von rechts dann auch noch kam. Und dann waren 12 Minuten. War natürlich auf der anderen Seite ideal als Ausrede. Also man konnte immer sagen, die Emscher-Talbahn hat mich getilgt. Also wenn Sie mal eine Bahn verpasst haben, morgens war die Emscher-Talbahn auch ein Weg zum Glück. Die, also wie gesagt, die, ich verliere mich jetzt, die, also wie gesagt, die drehenden Seiten, die sozialen Milieus haben sich weitgehend aufgelöst, den Vereinen fehlt es an Mitgliedern, der stolze Proletarier ist dem depravierten Hartz-IV-Empfänger gewichen, die Zechen und Fabriken sind verschwunden und haben gesichtslosen Baumärkten und Einkaufszentren Platz gemacht. Das Ruhrgebiet ist keine Einheit mehr, sondern zerfällt in Regionen, denen es gut geht, meist an der Peripherie, meist im Süden, und verarmten Regionen in der Emscher-Zone, in denen Hoffnungslosigkeit eingezogen ist. Aber stimmt dieses nostalgische, wehmütige Bild wirklich? Schaut man sich die Fotos im Ruhrmuseum zum Strukturwandel im Ruhrgebiet an, so fällt auf, dass in und vor den zahlreich abgebildeten Siedlungen und Zechen kein Baum und kein Strauch standen. Ich könnte Ihnen jetzt Dutzende von Fotos zeigen aus Siedlungen in Gelsenkirchen, Essen, wo auch immer. Da steht kein Baum. Weil wenn der Baum gestanden hätte, hätte man ihn verpüstert. Der ist im Prinzip, und die Idee, dass man Bäume braucht und die da hinstellt, war noch nicht da. Also wann sind so die ökologischen Gedanken? Die kommen in den 70er, 80er Jahren, kommen die auf. Das, was ich da wichtig ist und weiter, das ist, will man sagen, in dem Sinne gar nicht, will man sagen, tief verankert. Und wirklich, die Fotos sind auffallend. In den Siedlungen, an den Straßen sind die Häuser, stehen dann auch ab den 60ern die ersten Autos am Straßenrand, aber Bäume fehlen völlig. Und wenn Sie heute auf dem Dach der Kohlenwäsche stehen, auf Zollverein, dann sehen Sie ja gar nichts mehr, weil Sie nur noch Bäume sehen. Also ist ja, die brauchen Sie nur im Winter hochgehen, weil im Sommer ist, wie gesagt, alles belaubt. Und selbst in oben im Essener Norden ist jede Straße heute eine Allee mit hohen Bäumen, denn sonst hätte ja, wie war dieser Kyrill, und wir haben uns gerade jetzt zerlegt, also im Pfingsten vor einem Jahr, sonst hätte ja, wie man sagen, diese ganzen Riesenplantagen gar nicht wegpusten können. Und also von daher eine vollkommen andere Welt. Also so fällt auf, dass wieder kein Baum, kein Strauch. Und ansonsten sind die alltäglichen Szenen, die dargestellt sind, liebenswert und anrührend, aber Kleidung, Wohnungsausstattung und die wenigen Autos sind bescheiden bis armselig. Ich kann mich noch als Kind und Jugendlicher erinnern, kilometerlang an hohen Fabrikmauern vorbeigelaufen zu sein, den Gestank der Kokereien und der Chemiefabriken in der Nase, und häufig legte sich ein dreckiger Staub aus den Schornsteinen und Hochöfen über das Ruhrgebiet. Man lebte auf kleinem Raum mit kinderreichen Familien in 60 Quadratmeter Wohnungen, und die Häuser waren nicht frisch gestrichen, weil es sich nicht lohnte, denn die Emissionen hätten sie eh wieder ziemlich schnell verdreckt. Meine Schwestern mussten nach Münster ziehen, um zu studieren, was sie an Arbeiterhaushalt gar nicht hätte leisten können. Und die Arbeit unter Tage und in der Stahlindustrie war immer noch hart und trotz aller technischen Errungenschaften und Sicherheitsbestimmungen menschenfeindlich. Wie gesagt, vor einer Woche, als wir unten vor Kohle waren, das ist schon beeindruckend, wenn da der Kohlehobel an der Wand vorbei donnert, das Hightech. Die haben da unten Computer stehen, oben sind Computer, Schaltzentrale weg. Der Beruf des Bergmanns ist heute, wie man sagen, ein Hightech-Beruf. Und trotzdem ist die Schicht, als die wir zurückfuhren, als die uns entgegen donnerten auf der Wand, die liegen auf dem Wand, und wenn die dann beim Strebbau, wenn die dann auf einmal da rumkrabbeln, auf so einer Höhe, in diesen nassen Pfützen, das ist eine körperlich immer noch knochenharte Arbeit. Also, und man gibt ja auch diese Geschichten, Freund vom
Vater vom Freund von mir hat sich in 60er Jahren, da war der 7, hat er sich aufgehängt, weil er nicht runter wollte und klaustrophobisch in Panik immer stärker geriet und aus dieser Geschichte nicht mehr rauskam. Gibt uns die Zahlen, da haben wir mit der Rotkohle häufig drüber debattiert. Die Zahlen hat die Rotkohle auch 69 nie veröffentlicht, also sind sie nie Zahlen von Selbstmord. Die hat es aber gegeben. Also es wird ja mal angedeutet im Wunder von Bern, vom Sönke Wortmann, hat der, aber der hat Stalingrad Erinnerung. Aber wenn man sagen, dieses Erdrückende, 112 Meter unter Tage zu arbeiten und jeden Tag daran zu messen, ist, wie man sagen, also nicht für leichte Gemüter. Und also deswegen sind wir auch extra nochmal runtergefahren, weil wir dachten, man muss das auch nochmal sehen und bringt es auf Zollverein unten in die Wasserhaltung runterzufahren. Das ist, da stehen große Maschinen rum, ist eine Halle, das ist es. Aber wenn sie vor Kohle dann fahren und sehen, wie die da, man sagen, arbeiten, dann wird einem doch nochmal deutlich, also in diesem hohen Standard, und die Ruhrkohle ist stolz darauf, kann es auch zu Recht sein, dass eigentlich nach 1969, seit ihrer Gründung, also das ist ja die Zeit nach Dalwisch, keine großen Unglücke mehr passiert sind. Wir haben eine Ausstellung gemacht über die Kohle, die Welt bewundert den deutschen Bergbau, das ist die große Leistung des deutschen Bergbau, weil der es praktisch geschafft hat, in einem Arbeitsbereich, der danach schreit, dass die Menschen verunglücken, das abzuschaffen. Natürlich gibt es einzelne Unfälle, Maschinenunfälle unten, aber die Bergunglücke, also mein Vater, der hat noch als Arzt, als Amtsarzt in Gelsenkirchen mit bei der Dalwischbombe gestanden, ja, das ist kritisch. Ich kann mich noch als Kind genau erinnern, wie der erzählt hat. Also ich habe das nicht mehr direkt erinnert, ich weiß, diese Erzählung kenne ich noch. Und deswegen, man sagen, das ist weg. Also das ging bis in die 15 Jahre, aber da hat die Ruhrkohle geschafft, dass sie, man sagen sollte, und Sie wissen was, in Polen, in China, pro Jahr 2000 Tote im Bergbau weltweit. Das sind die Zahlen. Und die bewundern, wie man sagen, die deutsche Bergbautechnik, die deutsche Bergbausicherheit, auch übrigens die Löhne, auch übrigens die gewerkschaftliche Rückhalt, und die hätten gerne weltweit den Bergbau so, wie wir den hatten. Also von daher, wie man sagen, haben wir da nicht nur ein technisches Erbe gesetzt haben. Also das ist unbestritten. Das, wie man sagen, und trotzdem ist es harte Arbeit. Heute zeigt der Blick vom Dach der Kohlenwäsche Zollverein, wie ich schon sagte, ein grünes Ruhrgebiet, in dem sich die Gebäude zwischen den zahlreichen Bäumen geradezu verstecken. Der legendäre Ausspruch des Ruhrgebietskabarettisten Frank Goosen, boah, ist das grün hier, beschreibt kein Klischee, sondern die Realität. Selbst die hässlichsten Siedlungs- und Durchgangsstraßen im Essener Norden, wie ich schon sagte, sind Alleen. Der Himmel über der Ruhr ist, um mit Willy Brandt zu sprechen, so blau wie im Rheinland und in Westfalen. Und wo früher Fabrikmauern standen, sind heute Parklandschaften oder moderne Gewerbeparks entstanden. Ich habe schon in Bochum studiert, hätte aber auch in Dortmund, Duisburg oder Essen studieren können. Und die Kinder und Enkelkinder der Bergleute und Stahlarbeiter müssen schon lange nicht mehr unter Tage oder an den Hochofen, sondern arbeiten in sauberen und körperlich wenig verschleißenden Bürojobs. Der Spruch, Mutter, hol mich von der Zeche, ich kann das Schwatte nicht mehr sehen, ist heute nur noch kabarettistische Folklore. Insofern stimmt die beschriebene Verlusterfahrung, der Phantomschmerz, mit der Realität nicht unbedingt überein. Zumindest stehen dem Verlust sicherer und auch gut bezahlte Arbeitsplätze in der Schwerindustrie eine Menge ausgleichender Errungenschaften gegenüber. Wie ist dann aber dieses nostalgische Gefühl, diese Sehnsucht nach dem guten alten Ruhrgebiet, das wir alle ein bisschen haben, zu erklären? Der Sozialphilosoph und ehemalige Staatssekretär des Landes Nordrhein-Westfalen, Hermann Löbe, der war, glaube ich, damals in der Mayer-Regierung, also in den 60er, 70er Jahren war der Staatssekretär. Bitte? Mayers. Mayers, ja. Sorry. Aus Kiel, ne? Also, ich glaube, der kann das nicht. Der kam aus Kiel, aus Dortmund schon. Ja, kann man. Ja. Kommt ja viel ein bisschen. Ne? Der leckere Grünkohl. Der Hermann Löbe, den wir auch nochmal auf Zollverein nochmal hatten, der sich Zollverein auch als erzählt, nach der eine Veränderung der Umwelt von mehr als 2% zu einem ganz massiven Vertrautheitsschwund führt, also pro Jahr. Das heißt, dass sich der Mensch in seinem angestammten Lebensraum nicht mehr wohlfühlt und zurechtkommt, kurz seine Heimat verliert. Also wenn 2% von dem, was um ihn herum ist, im Jahr flachgelegt werden, wird das so eine kritische Masse. Also man kann ein Haus abreißen, man kann, was weiß ich, auch eine Straße verändern oder so, aber wenn das, wie man sagt, zu viel wird, fehlt irgendwas in der Wahrnehmung. Also wo man sich orientiert, wo man klarkommt, was man für
gewachsen hält, was man für richtig hält. Und dann will man sagen, kriegt das eine kritische Masse. Wieder die Zahlen, aber der war, wie gesagt, wirklich einer der bedeutendsten deutschen Soziologen überhaupt. Und dies ist im Ruhrgebiet übrigens sicherlich der Fall. In den 60er und vor allem in den 70er Jahren verschwanden ganze Zechenareale, die vorher Arbeitsmittelpunkt waren und die Silhouette und auch die Existenz eines ganzen Viertels oder Stadtteils bestimmt haben. Das wissen Sie alle, also wir haben ja alle, wie man sagen, selbst ich, der wie gesagt 3-4 Jahre hinter Ihnen vielleicht ist, noch mitbekommen. Es herrscht... Ich manchmal, was ich in der Rente so alles machen will. Es herrschte eine begründete Abrisswut, begründete wohlgemerkt, die versuchte, der unverhofft hereingebrochenen Krise Herr zu werden. Denn auf einmal, wie gesagt, massenhaft wurden die Dinger geschlossen. Und was macht man mit diesen Riesenarealen? Und deswegen, man sagen, das erste, worauf man kommt, ist natürlich weg damit, weil jetzt sind sie nicht mehr vonnöten. Also, Krise Herr zu werden, um möglichst schnell Platz zu schaffen für neue Industrien und Ansiedlungen, auch wenn die sich als äußerst schwierig erwiesen. Einherging diese Abrisswut mit einem ungebrochenen Modernisierungsglauben, der nach dem Zweiten Weltkrieg im Zuge des Wirtschaftswunders entstanden war. Sie wissen, in Essen ist in den 50er Jahren mehr abgerissen worden. Das haben ja die Kunsthistoriker, also lang auch Petra Beckers, wir haben zusammen in Bochum mal studiert, sie Kunstgeschichte und ich Geschichte. Und ich weiß nicht, dass man ja sogar ein Referat darüber gehalten hat, Page, dass in den 50er Jahren mehr als, ist die Denkmalpflegerin von Essen, was ich jetzt noch erläutern, dass in den 50er Jahren mehr abgerissen wurde, als im Krieg zerstört wurde. Man glaubt das nicht. Man will mal sagen, man kennt ja diese Bilder von Essen, diese Trümmerlandschaften und meint, also mehr kann man gar nicht kaputt machen. Stimmt aber nicht ganz, weil Essen sah nicht überall so aus. Also das, die Innenstadt sah schon so aus, aber es gab natürlich auch Gebiete, da will man sagen, ist nicht Flächenzerstörung da gewesen. Aber die Zeit in den 50er Jahren, da ist wirklich, will man sagen, weggekloppt worden, was man wegkloppen konnte. Das ist übrigens ein, also kann ich ja hier laut halt sagen, großes Versagen der Sozialdemokratie in den 50er, 60er Jahren, die damals die Merz, dass die im Prinzip da innen wirklich so einen Modernisierungswahn rasiert haben. Also ich weiß, dass wir in Gelsenkirchen bestimmte alte Gebäude gekämpft haben und da war nichts zu machen, weil man sagen soll, der Mythos herrschte, alles weg, alles wird neu, alles wird besser. Und weiter, das war, wenn man sagen, natürlich durch Wirtschaftswunder begründet, weil natürlich diese Zeit auch sehr viel möglich machte und ein schneller Wandel und Neuaufbau. Aber Sie wissen selbst, was da für hässliche Sachen bei entstanden sind. Also wenn ich mir Gelsenkirchen angucke, mit dieser autogerechte Stadt, da mit den vierspurigen Dingern, die Florastraße, die alles zerledert und so weiter. Also da sind ja auch Sünden, manchmal die den Beteiligten nicht vorzuwerfen sind, weil die Zeit war knapp, da war ein unheimlicher Druck drauf und so weiter. Das ist alles übrigens historisch erklärbar, auch verstehbar und wahrscheinlich auch richtig, dass man sagen, auch aus alten Strukturen raus wollte und diesen Müll weghaben wollte und so weiter. Das ist alles erklärbar, aber trotzdem man sagen, werden es andere Welten, die da entstehen. Und die zweite große Welle kommt nämlich dann mit den Zechen- und Fabrikschließungen, wo dann wie gesagt, und da geht es dann wirklich in die Viertel rein, denn so eine Zeche war immer der Mittelpunkt. Also die ganzen Siedlungen orientierten sich letztendlich dann und die sind, da sind natürlich auch die Strukturen dann in 70er, 80er Jahren massiv verändert worden und das ist natürlich dieses Unwohlsein-Gefühl, irgendwie stimmt die was nicht mehr, weil alles verschwindet, ist eine These. Wir können ja, wir sprechen ja gleich noch, ich bin ja für jede genau. Und dies ist im, wie gesagt, 60er, 70er Jahre vor allem der Fall. Genau, Modernisierungsphasen hatte ich, noch weiter steigert. Also ich erinnere mich in Gelsenkirchen, Rathaus weg, Badeanstalt weg und so weiter. Dieser Abrissprozess ist in den 80er Jahren, vor allem in den 90er Jahren, zum Ende gekommen. Wenn man sich jetzt überlegt, 1980 hat das Land Nordrhein-Westfalen das erste Bauministerium eingerichtet, der Christoph Zöpel erzählt immer. Damals dieses Ministerium eingerichtet wurde, vorher gab es keins, habe ich auch nicht kapiert gehabt, bis 1980. Und 1980 wurde übrigens in einer Regierung entschieden, dass die Mittel, die für den Abriss eingesetzt würden, nicht mehr für den Abriss eingesetzt werden sollten, sondern für Instandsetzung. Es ist ein Umdenken, ganz radikal. Sie wissen, der Staatssekretär von Zöpel war Karl Ganser, die damals in den 80er Jahren unter anderem auch die Umgehensweise mit den Industriearealen jetzt langsam begann einzuüben, einzudenken. Und 1989 kam dann die EBA, internationale Baustellung Emscherpark. Dieses Denken entwickelt sich erst allmählich in den 80er Jahren. War in den 60er, 70er Jahren so nicht vorhanden. Hätte wahrscheinlich auch nicht vorhanden sein können. Also ich habe es ja versucht, ein bisschen historisch einzuhalten.
Also, die vor allem in den 90ern zum Ende kommt, hat sich vor allem durch die internationale Baustelle im Emscher-Park, ich habe es schon erwähnt, Karl Ganser sei Dank, ins Gegenteil gedreht. Seit ca. 20 Jahren werden nicht nur die übrig gebliebenen Zechen, so viele sind es ja gar nicht mehr, sondern praktisch alle Relikte des Industriezeitalters weitgehend erhalten und gehören zum kulturellen Erbe des Ruhrgebietes. Den Höhepunkt erlebte diese Entwicklung sicherlich. Den Höhepunkt erlebte diese Entwicklung sicherlich im Jahr 2001 mit der Ernennung der Zeche Zollverein zum UNESCO-Welterbe der Menschheit. Übrigens, damals als Industriegebäude bis in die 90er Jahre gab es überhaupt kein Industriegebäude, was zum Welterbe gehörte. Das ging jetzt Anfang der 90er Jahre los. Das erste, es gibt in Deutschland immer nur drei bzw. dreieinhalb. Das erste, was dann reingebracht wurde, war die Völklinger Hütte und dann ziemlich zeitgleich der Rammelsberg in Goslar, also ein Silberbergwerk und Zollverein. Zollverein als letztes und Sie wissen, Rammelsberg und Zollverein beide von Schuttkämmer gebaut. Deswegen, also die beiden haben zwei der drei Industriewelterben in Deutschland sind von Schutt und Kämmer gebaut worden. Was nur noch mal ihre Bedeutung unterstreicht. Und deswegen sind immer noch die drei, es gibt noch fällt mir im Augenblick nicht ein, es gibt inzwischen noch ein viertes. Aber das ist es. Und davor, also bis in den 80er Jahren, war es undenkbar zum Kulturerbe. Also wir sprechen zum Kulturerbe. Der zum Kulturerbe gehörten bedeutende Kirchen, bedeutende Schlösser. Also in Nordrhein-Westfalen, Sie wissen, welches waren vor Zollverein, wir haben ja nur vier, jetzt fünf mit Korwalk, vorher waren es Aachen, Kölner Dom, Brühl, also das Schloss und jetzt Korwein noch dazu. Alles mittelalterliche Kölner Dom bis ins 19. Jahrhundert, mittelalterliche Sakral- oder Repräsentativbauten, kein Industriedenkmal. Und wie gesagt, jetzt deswegen, also ist ein ganz anderer Kulturbegriff, der da aufkommt. Übrigens dieser Kulturbegriff, dass die Industriekultur ein Teil der Kultur ist, ist ein, wirklich auch ein Element der 80er Jahre. Das erste Denkmalpflegeamt in Nordrhein-Westfalen ist 1979 in Westfalen eingerichtet worden für Industriedenkmalpflege. Gab es vorher nicht. Also das ist diese Industriezeit und die Industriekultur, ein Teil unserer Kulturwert, ist ein Ergebnis des Abrisses. Also genau in dem Moment, wo die Industriezeit vorbeigeht, wird es ein Teil, ich komme jetzt darauf zu sprechen, welcher Prozess dahinter steht. Also und insofern ist der Antrag, den Welt Erbestatus von Zollverein, Sie kennen die Debatte vielleicht, auf einer Reihe von anderen Industriedenkmälern und Hinterlassenschaften auszuweiten und das gesamte Ruhrgebiet, wie die Industriegebiete in Nord-Pas-de-Calais in Frankreich oder den Hennegau in Belgien, in eine ganze Erinnerungslandschaft, eine Memorial Landscape zu verwandeln, zumindest zu diskutieren. Das ist diese Debatte, also dieser Welterbebegriff auf die Industriekultur des Ruhrgebiets insgesamt auch nochmal wiederkommen. Hat auch Nachteile eine Menge, aber das ist eine eigene Debatte. Dabei ist jetzt zu beachten, dass die Bildung des kulturellen Erbes einer Gesellschaft, wie der französische Kulturwissenschaftler Christophe Pomion ausgeführt hat, in einem Bruch zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart besteht. Die Traditionen, Verbindlichkeiten und Selbstverständlichkeiten der Vergangenheit werden in der Gegenwart obsolet und funktionslos. Dies gilt für soziale und rechtliche Systeme, wir haben es ja ein paar Mal erwähnt, Riten und Gepflogenheiten einer Gesellschaft, ebenso wie für ihre materiellen Hinterlassenschaften. Diese veralten, werden zerstört oder ersetzt, werden zu Ruinen oder geraten in den Abfall. Sollten Sie aber diesen und das ist im Ruhrgebiet bei vielen der gigantischen Industrieanlagen natürlich der Fall, so kommt ihnen bei der Bildung des kulturellen Erbes eine besondere Bedeutung zu. Also so eine Zeche Zollverein, die verschwindet ja nicht von alleine. Da muss ich eine Menge Geld investieren, um die wegzukloppen. Also das heißt, die ist widerständig. Da muss ein politischer Wille her, da muss Geld her, um die abzureißen. Und deswegen steht die da erstmal. Wir haben jetzt noch eine ganze Reihe von großen Industriedenkmalen im Ruhrgebiet, die Stiftung Industriedenkmalpflege in Dortmund verwaltet, für die noch überhaupt keine Lösung gefunden ist. Weil meiner Ansicht nach eine geniale Idee von Karl Ganser, zu sagen, ich schaffe denen eine Ruhephase. Also ich schaffe diese Stiftung,
Ich gucke, wie man mit diesen Arealen, für die man noch keine Nutzung hat, keine Idee, was man daraus machen kann, ich gebe denen eine gewisse Zeit, eine gewisse Ruhe, 10 Jahre, vielleicht sogar 15 Jahre, vielleicht kommt eine Idee und eine Vorstellung, wie man die neu nutzen, umnutzen kann. Und Phoenixsee und so weiter sind solche Geschichten. Also die waren alle mal unter der Kuratelle von der Stiftung Industriedenkmalpflege. Und es gibt was ich versucht mit dem Pomion zu beschreiben. Die Dinger, die werden verlassen, die werden aufgelassen, die Fabrik sind da. Am Anfang hat man, wie man sagen, weggemacht, um einen neuen Platz zu schaffen. Also Opel-Gelände in Bochum ist ein schönes Beispiel. Sie kennen diese ganzen Industrieareale, wo man dann, wie man sagen, neue Industrien versucht, dann was richtig war. Und dann, wie man sagen, kommt die Phase ab den 90er Jahren, wo man die erstmal stehen lässt und anfängt zu überlegen, was kann man machen und so weiter. Ich meine, der Hülsmann kennt die ganzen Debatten ja. Also Zollverein ist ja nicht eine Sache von einem halben Jahr, wo klar war, was da passiert werden sollte. Also die Tatsache, dass wir als Museum reingehen, die hat 20 Jahre. Also ich könnte Ihnen Geschichten erzählen, ich könnte Ihnen die Geschichte, ich glaube, ich erzähle die immer, wahrscheinlich kennen Sie auch, ich könnte die Geschichte erzählen von dem Weihnachts-, es gibt ja so Wintermärchen. Wintermärchen ist die Eröffnung der Kulturhauptstadt, Schneetreiben, Mittelalter, dann legt sich der Schnee und alles, wunderbares Winter. Wir werden eröffnet und deswegen erinnere ich mich natürlich jeden Tag daran und so weiter. Also, es gibt auch ein Weihnachtsmärchen, da erzählt der Zöpel immer, aber auch andere Karganser auch. Das ist die Zeche Zollverein wird dicht gemacht. Die wird, wie Sie wissen, Ende 1986 ist ja die letzte Lore in 85. Letzte Lore geht 86, weil wir fahren jetzt 30 Jahre. 86, Weihnachten 86. Und natürlich hören die nicht am 31. auf, sondern die hören am 23. auf. Mittags um 14 Uhr geht die letzte Lore aus, weil die natürlich die letzten Feierschichten haben und so weiter. Und dann kommt diese ganz witzige Geschichte. Damals haben sich ein knappes Dutzend Leute verabredet und die haben sich auch getroffen, dazu gehört eben der Zöpel, das ist ein Staatssekretär Karganser, der Prorektor der Uni Essen-Lutz-Niethammer, Uli Borsdorf, der damals noch nicht 86, noch nicht im Museum war, aber der Kandidat war, also der lief sich gerade warm, und noch eine ganze Reihe von anderen, etwa 12 Leute, die sind reingegangen in die Kohlenwäsche. Da stand übrigens noch die Adventsgrenze. Der Jungs vor den Spinnen. Also das war 1916 Uhr, die Frau Zöpel hat mir die Geschichte erzählt, sie stand unten mit den Kindern im Auto und dem Tannenbaum auf dem Auto und wartet, dass der Alte wieder rauskommt. Die haben da oben 3 Stunden haben die da getan, haben sich dann geschworen, wechselseitig, dass das Ding, also diese riesengrößte Steinkohlezeche der Welt, dass die nicht weg darf. Die muss unbedingt erhalten bleiben. Also wohlgemerkt, das ist jetzt das Bewusstsein 1985 in den Weihnachtstagen irgendwie. Dann hat der Niethammer hingegangen, hat ein Konzept gemacht für ein Museum der Arbeit. Es gab damals noch kein Museum der Arbeit in Mannheim, kein in Hamburg, kein Industriemuseum. Das eine in Rheinland war zwar gegründet, in dem Jahr wurde das Westfälische gegründet, aber die war noch lange nicht vor der Eröffnung, die haben zwar 15 Jahre später dann erst eröffnet. Das heißt, es gab kein Industriemuseum, es gab nur in Essen das Ruhrlandmuseum, schon seit 1985, wo übrigens damals im Ratsbeschluss drin stand, darf ich auch mal sagen, das Volkwang-Museum kriegt nur einen Neubau, wenn es das Ruhrmuseum mit aufnimmt, also wenn die beiden sich damals im Museumszentrum, die kennen das ja alle noch, reingehen und wenn da auch der breiten Arbeiterschaft die Geschichte erzählt wird. Und diese erste Dauerstelle, Sie kennen die alle noch, da mit den Küchen und so weiter auf dem Rondell, war in Deutschland die erste Ausstellung zur Industrie- und Arbeitergeschichte überhaupt. Übrigens, die Klamotten, die da drin waren in der Ausstellung, die waren teilweise waren die Kulisse aus der Serie Rote Erde, die ist beim WDR gedreht worden. Und da haben damals der Ralf und der Franz Brüggemeier, ich komme gerade aus dem Gespräch mit dem, weil er gerade mit uns die Kohleausstellung 2018 plant, der ist frisch pensioniert, also der weiß schon, was er macht die nächsten 2 Jahre. Und das wollte ich ganz sagen, der Franz hatte die beraten, diese Ausstellung, und dann holte er diese Lohnhalle, können Sie sich ja nicht erinnern, das war Kulisse. Das war Kulisse aus der Fernsehserie. So, wie soll man sagen, das war damals, so, das war 85. Und dann hat der Niethammer ein Konzept geschrieben für ein Museum der Arbeit. Also wo die Arbeit jetzt, wo sie jetzt zu Ende geht, die Schwerarbeit ins Museum kommen sollte, das hat er dann dem Zöpel gegeben und der Ganser hat erzählt, der habe ich sofort dem Ganser gesagt, packt das weg. Da stand eine Summe am Ende drunter, 30 Millionen Mark sollte der Schabernack kosten, also Museum der Arbeit in der Kohlenwäsche auf Zollverein. Und sagte, das geht keine, viel zu teuer, totaler Quatsch irgendwie. Ne? Wenn man sich überlegt, am Ende hat die Kohlenwäsche, der Umbau der Kohlenwäsche und die Einrichtung des Museums 15 Millionen Euro gekostet. Also das hätte man billiger haben können vorher. Aber wir sind ja kein Museum der Arbeit geworden. Ich finde das auch im Nachhinein richtig. Sondern es gibt inzwischen die Industriemuseen. Es gibt die Industriemuseen in Dortmund, in Oberhausen. Sie kennen die alle, die den Standort. Wir sind eben dann am Ende kein Industriemuseum geworden, sondern ein regionales Museum.
Wir zeigen eben nicht nur diese Phase, aber da komme ich jetzt nämlich vorweg, weil ich Ihnen gleich erzählen wollte. Also ich mache mal einen Schnitt hier. Also kulturelle Erinnerung, dabei waren wir eigentlich, ist auch manchmal die Latenzphase, also 10 Jahre lang verstreichen zu lassen. Wie ich gerade sagte, mit den Industriedenkmalpflegern, das Herausfallen aus gewohnten Lebensverhältnissen, Traditionen und damit auch übrigens die fehlende Perspektive für eine sinnvolle Zukunftsgestaltung, die dann eine Orientierung in der Zeit nötig machen, eine mentale Operation, die wir im weitesten Sinne als Erinnerung bezeichnen. Die kulturelle Erinnerung, und darum geht es hier, entpuppt sich somit entgegen einem weit verbreiteten Missverständnis nicht als nostalgisches Festhalten an vertrauten und liebgewonnenen Gewohnheiten, sondern als Neubewertung der Vergangenheit vom Standpunkt der jeweiligen Gegenwart. Und dabei kommt natürlich den materiellen Speichern dieser Erinnerung, den Museen und aber auch den Archiven, aber eben auch den baulichen Hinterlassenschaften eine besondere Rolle zu. Denn die Relikte und Gebäude der Vergangenheit sind so etwas wie die Vermittler zwischen Vergangenheit und Zukunft. Walter Benjamin hat dies mit dem Begriff der Aura beschrieben. Aura meint bei ihm die Faszination des Authentischen, die entsteht durch das Spannungsverhältnis von räumlicher und sinnlicher Nähe und zeitlicher Ferne und Fremdheit. Das historische Objekt oder auch das historische Gebäude ist dem Betrachter nah und fern zugleich. Nah, weil er es mit Augen und Händen direkt erfassen, ja körperlich spüren kann, also wenn sie durch Zollverein, durch die Kohlenwäsche laufen. Fern, weil er durch den historischen Gegenstand mit einer entfernten Wirklichkeit und einem entfernten Bewusstsein konfrontiert wird. Denn es ist ja nicht mehr so, wie es war. Die Kohlenwäsche, da kracht nichts mehr, da donnert nichts mehr. Das ist ja weit weg. Man kann nur noch versuchen, sich daran zu erinnern, wie es denn mal war. Man erfährt es ja nicht. Also die Kohlenwäsche war eine Höllenmaschine und die ist heute wunderschön. Also wenn man sagen, das ist, wie man sagen, diese, aber man ist in der Kohlenwäsche drin. Also der Reiz dieses Museums ist ja nicht unser Museum. So blöd bin ich auch nicht. Sondern es ist natürlich dieses Gebäude. Also wir haben uns am Anfang verflucht, dass wir da rein mussten. Und dachten alle, warum kriegen wir nicht so ein schön weißes Gebäude oder wie Museum Volk, wenn wir uns mal schöne Sachen reinstellen können. Nee, wir mussten rein, aber im Nachhinein, also jeder Museumsmann scheut das Original, weil dieses Gebäude so stark ist, dass er dagegen, wie man sagen, kaum aninszenieren kann und denkt immer, oh, 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 dann verliere ich nur. Im Nachhinein ist es der Glücksfall des Jahrhunderts, dass wir da reingegangen sind und rein mussten. Denn natürlich ist die Verbindung dieses Ortes mit der Geschichte, das ist der Reiz dieses Museums. Und das ist die Aura und die wie man sagen, diese ästhetische Kraft, die sich da entwickelt, die ist überhaupt nicht voneinander zu trennen. Also von daher, man sagen, war das ein Glücksfall, da muss man erstmal kapieren. Haben wir auch für gebraucht. Also, wo bin ich jetzt? So genau. Und durch den Wegfall ihres Umfeldes auch enträumlicht sind, werden sie in dem Maße unverständlich, fremd und interpretationsbedürftig, indem sie ihre ursprüngliche Form und Bedeutung abgestreift haben oder nicht mehr so einfach preisgeben. Genau hier setzt aber ein Vermittlungsproblem ein und damit bin ich bei meinem letzten Punkt, der Rolle des Museums in diesem Sinnbildungsprozess. Es wäre sicherlich völlig verfehlt, die ehemaligen Gebäude des Industriezeitalters als reine Kulisse, als Camouflage zu nehmen, die allein der Befriedigung einer falschen Nostalgie dient, die das Industriezeitalter verniedlicht und verklärt und ein völlig falsches Bild vermittelt. Die alten Zechen und Fabriken, die zahlreichen Relikte und materiellen Überreste des Industriezeitalters bedürfen vielmehr einer Erklärung, einer Vermittlung ihrer ursprünglichen Bedeutung und der damit verbundenen sozialen und gesellschaftlichen Verhältnisse. Einschließlich der von mir oben skizzierten Schattenseiten und negativen Geschichten und sie als rein technische Denkmale zu pflegen und zu erhalten. Der Gasometer Oberhausen, den Sie hier sehen, steht nicht nur für die technischen Fragen der Gasspeicherung, so interessant die auch sind, sondern als größter Innenraum Europas, in den, wie gesagt, vom Volumen der Kölner Dom zweimal reinpasst, vor allem für die gigantischen Dimensionen des Industriezeitalters. Und die Zeche Zollverein ist nicht nur wegen ihrer Funktion, nämlich der Förderung, Sortierung und Verteilung von Kohle zum Weltkulturerbe erklärt worden, sondern als förderstärkste Steinkohlenzeche der Welt ist sie das Symbol für ein ganzes Zeitalter, für das Zeitalter des fossilen Energieverbrauchs.
Insofern ist es wichtig, dass zum Beispiel die rheinischen und westfälischen Industriemuseen die ihnen anvertrauten Objekte nicht nur als technische Kulturdenkmale betreuen, sondern ihnen die sozialen und gesellschaftlichen Implikationen für das jeweilige Umfeld, die Siedlungen und Stadtteile ebenso deutlich machen wie die Arbeitsbedingungen und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des jeweiligen Industriezweiges. Und insofern ist es auch richtig, in der Kohlenwäsche den größten Gebäude auf Zollverein und zentralen Ausgangspunkt der Industriekultur des Ruhrmuseums zu verankern, das versucht, die Faktoren und Begleitumstände der Industrialisierung im Ruhrgebiet als abschließenden, umfassenden Prozess zu beschreiben. Indem das Ruhrmuseum aber gleichzeitig nicht nur den Strukturwandel, sondern auch die langen Jahrhunderte vor der Industrialisierung zeigt, stellt das Letztere als jetzt langsam 2018 relativ abgeschlossene Epoche dar, die das Ruhrgebiet zwar von Grund auf geprägt hat, und ohne Industrialisierung gäbe es das Ruhrgebiet nicht, das hat der Klaus den Felde mal gesagt, dann wären wir heute noch die Vorhölle von Münster oder Düsseldorf. Aber wie gesagt, deswegen sind wir Kind der Industrialisierung, aber die Industrialisierung ist, und das merkt man jetzt, 60 Jahre nach dem Beginn des Strukturwandels, nicht alles. Indem wir die langen Jahrhunderte im Museum, das meinte ich vorhin, dass wir nicht Industriemuseum geworden sind, sondern Regionalmuseum geworden sind und den Anspruch und auch den Auftrag, Gott sei Dank, haben, die gesamte Geschichte zu zeigen, von der Erdgeschichte über die langen Jahrhunderte, ja man muss sagen Jahrtausende vor der Industrialisierung und auch die Zeit des Strukturwandels, also nach der Industrialisierung, die Gegenwart. Also indem man dies zeigt, stellt es auch die Industrialisierungszeit als abgeschlossene Epoche dar, die das Ruhrgebiet geprägt hat, aber auch Raum für Veränderungen lässt. Insofern stellt sich das Ruhrmuseum, wie Gottfried Korf es mal gesagt hat, als Heimatmuseum neuen Typs dar, das die Industriegeschichte als eigene Geschichte der Heimatgeschichte mit einschließt, sie durch den Grad an Historisierung gleichzeitig aber relativiert und für zukünftige Entwicklung offen hält. Das heißt, was wir versuchen wenigstens, ich weiß nicht, ob uns das gelingt, ist keine reine Nostalgie zu machen, sondern zu zeigen, dass das, wie man sagen, Prozesse sind, die aber Zukunft ermöglichen. Und wie man sagen, gerade in der Interpretation dieser Prozesse, dieser 200 Jahre Industriegeschichte, daraus zu lernen, wie man sagen, was man daraus lernen kann, was man daraus weitermachen kann. Nicht, wie man sagen, zu sagen, es muss so bleiben, wie es war, das wird nicht so bleiben, wie es war, wir kennen den Wandel ja, aber aus dem Wandel die produktiven Elemente. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe der Geschichte insgesamt. Also Geschichte ist ja nicht die Vergangenheit. Die Vergangenheit ist nur der Stoff, aus dem die Träume sind. Geschichte ist Deutung in der Gegenwart für die Zukunft. Wir machen jeden Tag Geschichte. Und Geschichte ist hier ein Sinnbildungsprozess. Also eine Überlegung, wie war das früher? Also letztendlich Orientierungsleistung. Wo komme ich her? Wie sieht das heute aus? Wo bin ich hin? Dafür brauchen wir Geschichte. Und wenn man sagen, desto unklarer die Gegenwart übrigens ist, und das ist ja auch eine Habermas-Denke, also wenn man sagen, die Gegenwart, die nicht mehr überschaubar ist, desto mehr brauche ich an Vergangenheit und muss. Und warum das die Geschichte im Augenblick die Trendwissenschaft Nummer 1 ist? Ich studierte, da war die Soziologie, aber Geschichte hat keinen Menschen interessiert. Also in den 68er Jahren haben sie alle gemeint, die Zukunft ist machbar und heilwippig. Und heute, man sagt, sieht das sehr viel anders aus. Man sagt, heute ist die historische Rückvergewisserung und zu gucken, was war, wo kommen wir her und so weiter, spielt eine ganz wichtige Rolle. Gucken Sie mal das Fernsehen an. Gucken Sie mal, wie viele historische Fernsehsendungen wir im Fernsehen haben. Das ist der schiere Irrsinn. Ich habe da lange Seminare darüber gemacht. In den 70er Jahren gab es überhaupt keine historischen Sendungen im Fernsehen. Hat das Fernsehen gar nicht entdeckt. Die Geschichte als Stoff gab es nicht. Also hat eine Menge Gründe, hat auch mit der, wie man sagen, Geschichtsvergessenheit nach der NS-Zeit zu tun, weil man sich auch nicht unbedingt an die Vergangenheit der Zeit lang erinnern wollte und froh war, dass sie, wie man sagen, aber da war die Zukunft auch unproblematisch. Heute, wie man sagen, ist die allgemeine Verwirrung, glaube ich, so stark, dass man sagen, die Geschichte nicht die Rolle. Und für uns, wie man sagen, bei der Neuorientierung des Ruhrgebietes ist es heilsam und gut, dass wir, wie man sagen, die Erfahrung aus der Vergangenheit heute als produktiv empfinden und nicht als einen Ballast. Ich kann mich an Diskussionen, wir haben gestern ein großes Projekt mit dem Land und mit dem RVR eröffnet, heißt Erinnerungsorte Ruhr. Was sind die Erinnerungsorte des Ruhrgebietes? Es gibt die deutschen Erinnerungsorte, die französischen Erinnerungsorte, kommt aus Frankreich. Also bei denen ist natürlich Waterloo ist ein Erinnerungsort, der Eiffelturm. Es gibt die deutschen Erinnerungsorte, da ist dann, was weiß ich, die Varusschlachten Erinnerung. Also Erinnerungsorte meint nicht nur topografische Orte, auch vorstellen. Die Erinnerungsorte des Ruhrgebietes sind, die Kohle ist ein Erinnerungsort, Krupp ist ein Erinnerungsort, aber natürlich ist auch Zollverein ein Erinnerungsort.
Erfahrungsort. Ein Riesenprojekt, wird vom Land gefördert, weil sie selbst im Land, im Kultusministerium, und das ist schon hardcore, aber ist egal, dass man sagen, selbst die inzwischen kapiert dann, dass das nicht ein Widerspruch zur Zukunftsgestaltung ist, sondern dass, wie man sagt, über die Reflexion darüber, wo kommen wir her, wo wollen wir hin, eigentlich mal sagen, Zukunft produktiv gestaltet. Geschichtsvergessenheit ist ein Riesenproblem. Also wenn die, ich glaube aber nicht, dass die da ist. So, jetzt habe ich mich vollkommen verloren. Ich gucke mal, diesen Anknüpfungspunkt. Möchte ich jetzt, Sie können sich jetzt entspannt abschließend auf einen existierenden, wie gesagt, meiner Ansicht nach konstruierten Widerspruch zwischen dem Erhalt des historischen Erbes und der Einrichtung von Museen auf der einen und dem Abriss von funktionslosen Anlagen und Ansiedlungen neuer zukunftsfähiger Industrien auf der anderen Seite eingehen. Natürlich kann eine flächendeckende Musealisierung nicht der einzige Umgang mit dem industriellen Erbe sein. Sie trägt aber substanziell zu den mentalen Voraussetzungen bei und schafft die notwendige Akzeptanz für die Industriekultur. Genauso wichtig ist es natürlich, die ehemaligen Zechen und Industriegebäude zu neuem Leben zu erwecken. Das kann durch neue Produktions- oder Wirtschaftsformen erfolgen, wie es in vielen Gründerzentren erfolgreich der Fall ist. Und natürlich sind das bessere Arbeitsplätze als in irgendwelchen billigen Pappschachteln. Sie nutzen die Gebäude eben nicht nur als Dekoration, sondern können den Geist, neudeutsch den Spirit, des Industriezeitalters mit Elementen wie harter und zuverlässiger Arbeit, Innovationskraft oder enger Zusammenarbeit für ihre Produktion in Anspruch nehmen und gleichzeitig architektonisch anspruchsvolle und häufig großzügige Arbeitsplätze anbieten, die eben nicht so sind wie überall. Also jede Werbeagentur ist doch heilfroh, wenn sie in so einem Gebäude arbeiten kann und nicht in so einer Pappschachtel. Also von daher kann man sagen, ist ein Riesenpotenzial. Genauso plausibel sind die Umnutzung der Gebäude zu kulturellen Zwecken, also nicht nur zu ökonomischen, wie es bei der Jahrhunderthalle in Bochum der Fall ist. Die ehemaligen Industriegebäude sind nach der sogenannten Mülltheorie des amerikanischen Soziologen Michael Thompson aus dem ökonomischen Kreislauf herausgefahren, gleichsam zum Abfall, zur Ruine, wirtschaftlich wertlos geworden. Mit ihrer neuen kulturellen Bedeutung hier als Theater oder Konzerthalle treten sie in einen symbolischen Kreislauf ein und begründen übrigens auch eine neue Wertschöpfungskette, die geistigen, letztlich aber auch neuen ökonomischen Mehrwert erzeugt. Also auf Zollvereinen arbeiten heute weit mehr als in der Zeit der Produktion. Das hängt natürlich damit zusammen, dass Zollverein, dass da keiner eingefahren ist, also nur auf eins war. Schacht 12 ist nie einer eingefahren. Auf dem Schacht 12 arbeiten der Kohlenwäsche, arbeiteten 13 People. Die sind durch eine Luke rein, haben sich verteilt in Maschinen, weil die Idee von Zollverein ist, dass es Perpetuum mobile ist, ja letztendlich Metropolis. Die Maschine ging ja von alleine. Hat auch funktioniert. 30 Jahre lang. Also da musste nur repariert werden und überwacht werden, aber wenn man sagen, da waren ja heute arbeiten in der Kohlenwäsche pro Tag immer, nie unter 200. Also das will man sagen, das ist Wertschöpfung im wahrsten Sinne des Wortes. Also die geistigen letztendlich aber auch neuen ökonomischen Mehrwert erzeugt. Die Ruhrtriennale, das große Theaterfestival im Ruhrgebiet, das ausschließlich mit Produktionen in ehemaligen Industrieanlagen veranstaltet wird, gibt jedes Jahr einen deutlichen Eindruck davon. Ähnlich verhält es sich übrigens mit den zahlreichen soziokulturellen Zentren, die in ehemaligen Zechen und Fabriken gegründet wurden. Ich erinnere an die legendäre Zeche in Bochum oder die hier abgebildete Zeche Karl in Essen. Auch hier stand oder steht die kulturelle Nutzung im Vordergrund. Hinzu kommt aber ein weiteres Element. Sie sind Kristallationspunkt ihres jeweiligen Stadtteils, aber auch Identifikationsort für eine junge Generation, die persönlich immer weniger mit der Industriezeit in Verbindung gekommen ist, die sich mit ihren Werten aber stark identifiziert. Das meinte ich vorhin, wenn Sie junge Studenten sprechen. Also die leben sehr gerne im Ruhrgebiet. Und die also finden auch, wie man sagen, diese, ich sag mal, teilweise Unordnung und so weiter im Ruhrgebiet, die finden die gut. Also die flachen Hierarchien und wie man sagen, die sozialen Lebensformen sind, wie man sagen, werden eigentlich äußerst positiv gesehen. All diese Orte, das bin ich jetzt wirklich am allerletzten Absatz, all diese Orte fungieren als Vermittler zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, indem sie neue Projekte und Ideen nicht geschichtsvergessen, in neutralen, geschichtslosen Räumen entwickeln, sondern stets eine Verbindung mit den Ursprüngen, Traditionen und Werten der Region schaffen, was man als Wirkung nach innen jetzt am besten mit dem altbackenen Begriff der Heimat beschreiben kann.
Und nach außen bilden sie das Alleinstellungsmerkmal des größten altindustriellen Raums Europas, dessen identifikatorische und touristische Potenziale, wie die Kulturhauptstadt Ruhr 2010 gezeigt hat, und das Erinnerungsjahr 2018 hoffentlich zeigen wird, erst im Begriff sind, gehoben zu werden. So, jetzt haben sie gemacht. Ja, Professor Gutter, ganz herzlichen Dank. Wenn wir nicht jetzt gleich hinkommen müssten, würde ich animieren, die Mannschaft sagt, klatscht mal mehr, ruf Zugabe, Zugabe. Es ist eine Freude, Ihnen zuzuhören und die verschiedenen Aspekte, die Sie beleuchtet haben, zu erfahren. Wenn ich das richtig begriffen habe, wenn nicht mehr als 2% der Umgebung pro Jahr verändert, dann fühlt der Mensch sich unwohl. Da ist man unwillkürlich 89, 90 in den Sinn gekommen. Und eine Erklärung vielleicht dafür, warum im Osten es so viele Menschen gibt, die sich an die Zeiten der DDR zurücksehen. Ja. Für mich immer unbegreiflich, wie man sich da zurücksehen kann, aber das mag ja eine Erklärung sein. Oder wenn man ganz kurz denkt an Steele. Ich meine, die genau, Steele das, da wollte ich jetzt drauf kommen. Wenn man am Weihnachtsmarkt stand, mitgestalten habe, kommen die alten Stellenser vorbei und dann kommen die ganzen Träume, wie das früher war. Klaus, du weißt am besten Bescheid. Wir geben jedes Jahr, nicht wir, sondern der Klaus, seit 30 Jahren, einen Altstädter Kalender aus. Ja, mit Bildern von schönen alten Städten. Ja. Ja.